and gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Pump-Tune! Hallo! Tony! Tony! Mit dem Christian, dem Jonathan, dem Jules, dem Sebastian, Fischkorb, Smash Lunatic und mir, dem Peter. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht jetzt richtig los. Geil! Geht die Party ab. Und ich sag, ich verschieb ab Franzi. In den Skiurlaub! Ist jetzt schon ausgestiegen. Viel Spaß euch allen und viel Erfolg und so, ne? Da will aber jemand richtig nah Decker. Ja, ohne Scheiß, aber so früh? Ja, dann bist du schneller unten. Ist voll die gute Taktik. Ist noch einer raus? Weiß ich nicht. Da war Franzi für Ski, komm hinterher. Tschö. Viel Spaß. Ich glaube, ich bin zu früh ausgestiegen. Auch ein Auto. Okay, also das ist doch deutlich besser. Ich würde sagen, wir springen in einem kleinen, aber verschneiten, süßen Dörfchen ab. Beziehungsweise, das sind zwei Häuser, zwei Grundstücke und ein Wachmann. Hey, warte mal, wo sind wir denn eigentlich gerade? Ah, fliegen wir noch ein bisschen. Wie weit denn noch? Ah, wir können raus. So, gehen wir hin. Da gehen wir hin. Hey, ab in die Krise. Also wir springen mal hier in Lavedi ab. Ich denke, da wird der ein oder andere auch ein Auge drauf haben. So, Leute. Ich will wissen, wie dieses Schloss aussieht. Ich hoffe, der Map habe ich noch nicht mitgespielt. Bin ich richtig gedroppt? Ach, was ist das da? Das ist das Schloss. Na, komme ich da überhaupt jetzt so weit hin? Da bitte auch mal Tipps für mich in die Kommentare, wie ich möglichst weit... Wobei, Moment, ich glaube, ich habe es hinbekommen, oder? Guck mich mal um. Will noch jemand in dieses wunderschöne Schloss? Es sieht erstmal nicht danach aus. So! Ja, letztes Mal lief es so mittelgut, ne? Stark angefangen, stark nachgelassen, sagt man immer. Okay. Ja, Chat, hallo. Chat, sag ich schon. YouTubes, hallo. Ich bin das nicht gewohnt, YouTubes-Aufnahmen zu machen, deswegen sage ich immer Chat wie im Livestream. Ja, wir sind wieder beim Turnier und wieder würde ich gerne einen coolen Endkill machen, Pistole oder so. Deswegen, wir landen erstmal Naros. Naros Schmaros ist eine gute Stadt. Wenn ihr mal wie Candy spielt, Naros ist sehr gut. Ich bin zu früh ausgestiegen. Da ist ein Auto. Gar kein Problem. Machen wir. War so halb smart. So halb smart. Ich habe ein besonderes Auge auf diese größeren Gebäude, die hoffentlich einfacher zu looten sind, weil sie einfach nur Lagerhallen sind. Das wäre ganz großartig. Bin ich mir ganz sicher, wenn das so blöde Unterkünfte sind. Wäre das schon mies, aber ich sehe erstmal keinen, als ob hier keiner in der Hauptstadt runtergeht. Ich hoffe, ich rase jetzt nicht genau da irgendwie hin, wo jemand sich jetzt schon ausgerüstet hat und auf mich wartet. Achso, was hatte ich? Das Reparaturset nehmen wir dann mal. Dann können wir ja vielleicht die Rüstung auch verbessern. Haben wir ja gelernt letzte Folge. Die habe ich noch nie benutzt. Ah, wobei doch schon, aber... Bin ich nicht so der Freund von. Wenn irgendwas viel Schuss hat und automatisch ist, dann ist meistens der Nachteil, dass der Damage nicht so krass ist. Fahren wir doch einmal bis in die Villa rein. Soweit wird doch keiner geflogen sein, oder? Glaube ich nicht. Aber so einen Griff nehmen wir. Alter, Granaten. Ich werde sie töten mit Granaten. Aber so ein Extended Mag ist auf jeden Fall... Oh, direkt ein Schalli! Ich finde einfach einen Schalli vor einem fucking Rucksack. Willst du mich verarschen? Schöne Mosin. 6er Fizilwehr, Noah. Erinnert mich an die letzte Folge hier gerade, was ich hier mache. Wo ist das Castle, wo ich hin will? Da. Kurz Auskundschaften. Sehen wir jemanden? Nein. Alles klar, let's go. Weste besser gar nichts. Rucksack 2 haben wir schon. Skorpion. Helm auch besser. Energy nehmen wir auch mit. Na, Schrägvisier ist so Quatsch. Schrägvisier. Schmeckvisier, sag ich da nur. Okay. Das waren die Hallen. Da war schon mal ganz gut. Wir haben noch keine Waffe. Aber wir haben Schalli. Wir haben jetzt eine Mini. Okay. SLR oder SK... Moment. Komplett mit der SKS. Oh, dann klingt die doch viel besser, die SLR. Warum soll ich denn die dann... Also die andere dann nehmen? Ist ja nice. Oh, guck mal, das ist der Gemma-Pack. Yes, damit kann ich ein bisschen in der Zone überleben.
Dotzeit für die Aug. Ja, bis jetzt. Läuft's doch supi. Ich muss es tun. 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 Ich muss mir den Mörser mitnehmen. Wäre das geil, wenn ich am Ende noch einen Mörser hole. Das wäre so witzig. Okay, gut. Erstmal jetzt noch eine AR hier sammeln. Gott! Nicht alles so einfach hier. Ich werde mich umorientieren. Carstens Schmaße, sage ich ja immer. Wir fahren dahin. Beide Waffen habe ich, glaube ich, noch nie benutzt, ehrlicherweise. Aber das muss ja nichts heißen. Wie verzieht denn die Aug? Warte, wo ich brauche einen Punkt, den ich, Da, guck mal da. Okay, ordentlich runterziehen, aber die Schublade steht nicht nochmal auf. Das hat anscheinend jemand gehört. Oh Gott! Ja, easy. Ui, 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 ui! Okay. We are here. Schon mal das All-in-One-Reparatur-Set. Schon mal auspacken, da ist ein Dreier-Rucksack, lecker. Die Schüsse waren übelst krass, holy shit. Das war mir dann doch zu gefährlich. Hui! Oh oh. Fuck. Scheiße. Falsche Richtung. Was bist du? Das da. Self. Oh, das ist zum Reviven, oder? Dass ich dann. Ne? Falls ich. Naja, ihr wisst schon, falls ich drauf. Was ist das denn? Okay, wir fahren mal in die Zone. Ich will nämlich nicht wieder der Zone hinterherrennen müssen. Hallo. Ist jetzt schon jemand tot? Nee. Noch alle sieben am Leben. Okay, da konnte dann also nochmal jemand ordentlich fliehen nach diesen doch recht aggressiven Schüssen, die ich da gehört habe. Ist dann die Frage, gibt es defensive Schüsse? Also, warte, wir orientieren uns direkt mal zu dem um. Weil die Zeit stresst gerade extrem rein und diese Map ist fucking riesig. Ich brauche dringend ein neues Auto, Alter. Was haben wir denn hier so für MK47 Minuten? Mehr Schaden, mehr DPS. Leck mich. Ein Laseraufsatz könnte man wirklich mal mitnehmen, wenn wir MP spielen. Testweise. Hey, jetzt Bock auf MP. Mal gucken, wann wir eine MP finden. Okay, Zone ist natürlich jetzt schon wieder beschissen, aber war okay. So, da machen wir mal auf den Weg. Richtung, keine Ahnung, erstmal hier hin. Ich hatte eigentlich gehofft, hier auch irgendwie ein Wegelchen zu finden, oder? Nee, die, oder? Nee. Hab ich die, wo hab ich die? Ach, hab ich jetzt doch drauf geplankt? Das stört so nicht. Naja, gut. Ich glaube nicht, dass ich die in irgendeiner Art und Weise aus der Nähe benutzen würde, diese Waffe. Guckt mal. Jetzt habe ich hier sogar einen Schalldämpfer drauf und kann den Zap machen. Okay, wie wär's, wenn du so ein Ding wirfst direkt vor mir? Jetzt. Jetzt. Jetzt! Warum hast du mich? Immer kriege ich die Zone ab. Was soll denn das? Hey, da ist doch gar nichts. Klarer Himmel. Oh. Oh, noch ein Charlie? Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Also wir haben ein 6er Zielfernrohr, das brauchen wir, glaube ich, dann nicht. 2 4er brauchen wir auch nicht. Aber noch ein Schalli wäre... Noch ein Schalli für eine MP? Okay, wir haben einfach alles. Wir haben 3 Schallis schon gefunden. Wie kacke. Das gefällt mir doch sehr, sehr gut. Oh, ein Extern-Mac für die Aug. Perfekt. Level 3er Backpack wird immer besser. Oh, wo landest du?
Oder bist du, hast du schon rausgespuckt, deine Ware, deine Beute? Kann ich hier runterdroppen, ohne dass ich... Ja, konnte ich. Muss er schon rausgedroppt haben, oder? Ist das... Ups. Nein, auf dem MK12, gut. Muss ihn weg. Sorry, MK12, neuer Freund. Oh! Fuck! Da ist ja doch was. Das ist ein Kapu... Ah, da ist ein Auto, aber perfekt. Holy shit! Okay, in die Richtung heißt... Ungefähr hier so? Kommt das hin? Okay. Und sogar, markier das doch mal da, wo ich gerade hinschaue, Spiel. Ja, ungefähr da. So, komm, nehmen wir das Auto, fahren wir da hin. Ich will noch... Komm, einen Revolver können wir doch noch mitnehmen, oder nicht? Smokes haben wir vielleicht ein paar viele. Also, los von, ne? Pass auf, MK12 und Shotgun, let's go. Schmerzmittel, Heimgriff, wo kann ich den? Ne, alles gut. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Schneller! Schnell, 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 vor die Fresse. Holy shit, was ist das für eine... Und hier liegen auch nur Minis? Ah, da ist die M4. Okay, da können wir uns auch Thermal draufpacken, da können wir einen Shelly draufpacken, Extended Mag, das können wir alles für die M4 auch. Dann spielen wir M4 und Mini. Ja, ich nehme einfach nur für den Flex den anderen Shelly noch mit. Oder? Ja. Öffne mit Brechstange? What the fuck is that? Holy shit! Hier kommen ja komische Sachen zum Tragen. Okay, wir müssen jetzt die Beine in die Hand nehmen. Das immer andersrum gehabt, ne? Etwas schnell schießt auf der... Okay, ump. Whatever. Wir machen das mal. Was sagt denn die Zone? Die Zone sagt auch noch mega. Na komm, fahr mal vorsichtig in die Richtung und schau mal, was passiert. Ohne das Auto zu crashen... Ihr seht, ich habe meine Fahrkünste geübt in der Nicolas Cage-Schule des Autofahrens. Ich glaube, ich fahre direkt rein. Okay. Da ist garantiert jemand drin. Okay. Scheiße, noch eine Dreierweste. Sag mal, wieso mache ich mir eine Markierung in einem Bereich, der nicht mal mehr drin ist? Wir gehen ein Dorf weiter. Grundsätzlich... Ich laufe erstmal Richtung Mitte der Zone. Und dann gucken wir weiter. Oh, da ist ein Fliegeding! Da ist ja sogar ein Fliegeding! Geil! Ich hab ein bisschen Sorge, dass hier noch jemand ist, ehrlicherweise. Oh Gott, nee, scheiß drauf. Der Ring ist auch schon da. Fahren wir weiter. Kann natürlich sein, dass es jetzt richtig hart gelohnt hat am Ende des Tages. Aber ich habe keine Lust, dass der Ring mir Probleme macht. Das sind ja schon viele Autos. Scheiße, ich werde verfolgt von einem anderen Auto, glaube ich. Da wollte jemand den geilen Trick versuchen, den er bei Fischi gelernt hat. Oh, da ist noch ein Auto. Guck mal, und mittlerweile weiß ich ja, Ehre gibt's hier nicht. Das heißt, dass ich besser lenken muss. Oh, da ist jemand ausgestiegen. Ich fahre so weiter. Scheiß drauf. Gehen wir jetzt erstmal nicht ein hier, das Ganze. Okay, wo gehen wir als nächstes hin? Dahin. Ich nehme jetzt eine Shotgun. Versucht er nochmal. Mal werfen.
Scheiße. Oh, so eine bessere Rüstung wäre much appreciated. Krieg ich Damage? Oh mein Gott, ich krieg Damage. Ah, wir sollen. Komm, ich fahr mal weiter. Fahr mal weiter. Weiß noch nicht, wer das war. Oh, okay. War das jetzt der Schneesturm, der den. Nee, oder? Der macht doch keinen. Wir gehen mal hier vorne auf den Berg und dann gucken wir mal ein bisschen so in die Gegend rein. Es ist auch noch niemand gestorben. Es hat auch noch niemand geschossen, wenn ich das richtig sehe. Wahrscheinlich reicht das gar nicht mit der Zeit. Wenn wir Pech haben. Hier liegen halt 15 Panzerfäuste. Das wäre natürlich auch ein geiler Kill am Ende, ne? Ein Panzerfaustkill. Ist ein Panzerfaust. Ich glaube, Panzerfaustkill. Kann ich. Okay, ich kann ich kann zwei Panzerfäuste mitnehmen. Ich sehe gar nichts. Einfach so. Oh mein Gott. Ja, ist da jetzt jemand in der Gondel? Ich würde ja mal wieder gerne einen Road killen. Da ist er schon geludet. Oh, er fällt gerade weg. War das meine Richtung? Nee. Ich will da lang. Das Auto soll nicht runterrutschen. Stopp! Stopp! Warte! Warte, vielleicht brauche ich dich noch! Stopp! Panzerfaustkill am Ende macht mehr Sinn als ein Mörser. Weil den muss ich erst aufstellen und dann rechnen und so. Ich glaube, Panzerfaust ist. Is the way to go. Wie nehme ich die da raus? Funktioniert das? Achso, ich tausche dann einfach. Okay, okay, I get it. Okay, muss ich vorher austauschen. Oh Gott, das wird aber auch stressig. Gut, egal. Komm, wir fahren einfach direkt in die Mitte. Let's go. Eine Einserrüstung und bin angeschlagen. Diese Runde ist einfach komplett beschissen. So groß ist die Map gar nicht mehr, aber bisher wenig haben sich getroffen, gesehen, geliebt oder angefasst. Nun gut. Falls wir das Ding nicht kriegen. Ja. Oh, das sieht doch nach Timing aus. Guten Tag. Aua! Sehr geil. War das jetzt dasselbe Auto von eben? Oder war das jetzt jemand anderer? Wir kamen, wo die Person hin ist. Oh, ich habe kein einziges First Aid? Ach ja, toll. Oh nein. Oh no. Sitze ich im richtigen? Ja. Die Zone! Schnell! Abfahrt! Abfahrt! Wir gucken einfach mal so zur Sicherheit uns einmal um. Ich kann mich halt einfach in Legit in so einen Kackbusch reinlegen. Ah, hier gibt's keinen Fuckbusch. Nein, das Gras. Ich dachte, die hat mich voll gesehen. Ich dachte, ich bin tot. Boah. Da fährt noch der Fischi. Das ist eine andere Auto.
Als ob die Franzi da jetzt gerade kommt. Ich habe sie doch gehört. Ich hab keinen Sprit. War nicht in der Scheune Sprit? War nicht irgendwo Sprit? Sprit. Benzin! Hab jetzt natürlich echt nur mit einem 6er jetzt nicht das geilste Visier. Das ist schon noch okay, Zone kommt, ich muss weg. Oh! Franzi hat Sepp gekillt, das habe ich mal mit. Franzi hat Sepp weggemacht. Ah, fuck. Das war ja eine tolle Idee. Also so einen Kill zu holen? Geht's halt vorne. Ich bräuchte es jetzt. Ich habe es nicht. Hinter mir war ein Schuss. Nice. What? Okay. Kannst von mir aus deine Zone versauern, Alter. Schade, schade. Fliegen wird nix. Nicht ohne Sprit. Da ist wirklich einer oben in der Gondel. Wer ist da außerhalb der Zone? Dann war das... Hey! War das Franzi in dem Auto vielleicht? Oder schießt doch jemand auf mich, oder? Will ich mir das sein? Ja, hör mal auf jetzt. Von wo? Irgendwo aus der Richtung. Tada! Oder? Doch. Man muss es probieren, alles für die Klicks. Ah. Ich hab jetzt natürlich. Jetzt habe ich natürlich kein Reparaturscheißzeugs mit dabei. Kann mein Helm nicht reparieren. Hoffentlich habe ich ihm keinen Headshot gegeben. Boah, Charlie ist eher geil. Oh. 50? Ja, mach mal nicht. Okay, die ist nicht schlecht. Da ist doch jemand. Hey, hey, hey. Ich bin ehrlich, das lief nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, geht's ja richtig ab. Jetzt geht's nach rechts weg, ne? Ich hab grad nicht mal mehr. Warte mal, das ist hier die Station. Oh Gott, oh Gott. Ja, ist eine richtig dumme Idee. Oh, ich bin so low. LOL! Das ist ein Fliegeding. Fuck off, komm jetzt nicht wieder zu mir, du Arschkeks. Ich habe eine Level 1 Rüstung. War jetzt nicht so schlecht, die Shotgun. Also gut, dass ich die nicht gegen die Sniper getauscht habe. Ich weiß immer noch nicht, wer da. Das war bestimmt Arthur oder so. Der kommt doch gleich mit dem Fallschirm da runter. Ja, da komme ich ja nicht hin. Wo rennt der hin? Ja, komplett in die falsche Richtung. Ja, kann ich nicht schießen. Macht keinen Sinn. Oh. Komm, safe von da irgendwo. Die Schüsse kamen von da irgendwo, würde ich sagen. Eigentlich nicht zum Job. Also wirklich nicht. Ich weiß, das sieht so aus, aber ich will eigentlich nicht. Aber ich muss in die Zone. Rechts von mir? Ah! Ja. Ah, Franzi und Fischi könnten bald aufeinandertreffen. Oder Christian und Franzi. Alle zieht es gerade zum Drop hin.
Außer Christian, der vielleicht die Franzi jetzt gleich im Rücken sieht. Oh, Franzi wird beschossen. Christian, siehst du sie? Nicht mich beschießen, ich schieße auf jemand anderen. Mann, Peter! Boah! Der Schnee steht. Lol. Ich wurde gerade gerettet. Von irgendwem. Irgendwer hat mich gerettet. Aua! Von wo? Ich hab... Oh! Franzi. Ha! Ha! Revanche. So, hier war noch jemand. Das ist jetzt ungünstiges Timing, sag ich jetzt mal. Holy shit. Wo kamen die Schüsse her? Ein Schneesturm ist Mist. Okay. Macht ihr mal. Wieder raus. Alter, was geht hier ab? Ja, aber Alter, Peter jetzt Franzi aber, rettet! Aber hat Peter, hat Chris gar nicht gerafft, dass das Peter ihn angeschossen hat dabei anscheinend, ne? Oh mein Gott, wie ehrenlos, Peter! Fucking Hornsmith. Oh mein Gott, und Fischi hat gefinished! Oh mein Gott, Christian, das war unlucky. Ja. Ach, der gute Peter, der steht einfach oben auf diesem Türmchen drauf, Peter, mit seiner Schneiber, ne? Oh Mann, ey. Oh, das war richtig räudig. Der ist auf dem Turm. Was? Nicht dein Ernst! Das kann ja wohl nicht angehen! Oh, 101 jetzt noch. Da glaube ich jemanden selbst wie. Ah, nee, gar nicht was. Sorry. Sarkus aus dem Selbstwiederbelebungsgerät war es nicht. Nice. Nice, schönen Treffer. Peter gönnt. Aber wer immer das ist, er sieht Peter auch so gar nicht. Oh, nein! Was? Nein. Alter, Peter macht von mir aus alles. Das kann wohl nicht angehen! Das ist doch Peter ehrenloser Mann. Was ein Snacker, Mann. Da oben. Der liegt da oben. Ach, da hat er mich auch angeschossen. Okay. Ah, und Jay lebt noch. Okay. Ich glaube, da guckt Peter auch gar nicht in die falsche Richtung. Beziehungsweise ich mir gleich selbst noch schauen, wo Jay ist. Keine Ahnung, wo der letzte ist. Ich kann doch keinen von denen ausnehmen. Ich denke mal, da ist eine Person gestorben. Gehe ich jetzt einfach mal stark von aus. Okay, versuche ich jetzt sneaky zu gehen. Durch den Wald. Noch zwei am Leben? Scheiße, jetzt habe ich nicht mitbekommen, wer gestorben ist. Ja, ich hatte leider kein Benzin. Ohne Benzin nichts fliegen. Das ist immer so belastend. Ich finde das so scheiße. Warum sind die Dinger nicht einfach vollgetankt? Ja, bei uns waren Fliegeding. Also bei mir war so ein Fliegeding auf der Straße. Ja. Und das konnte man wieder nicht benutzen. Ist denn, wer war der? War da Jay, der oben in der Gondel saß? Oder war da einer? Das von war euch? Ich, Fischi. Ah, siehst du, hab ich mir fast gedacht, weil du der Einzige bist, der weiß, dass man Fallschirm hat. Okay, wenn ich das 1v1-Duell gewinnen will, dann muss ich smart spielen, Alter. Das wird übel. Könnte. Sie laufen aufeinander zu. Oh. Ja, aber da ist noch so ein Hubbel-Switch, aber nicht mehr lange. Peter hat ein Sechsfachvisier drauf. Was hat Jay auch? Jay auch. Weil das gleiche. Beide auch die gleiche Waffe. Ja gut, aber die sind trotzdem noch. Ich glaube, Peter sieht den eher. Peter. Ist noch weit weg. Ja, von hinten kann der eigentlich nicht mehr kommen, jetzt mal ganz ehrlich. Ich habe schon einen ganz großen Sass auf diese Gebäude da. Ich klär einfach einen Headshot. Boah, ich ärgere mich schon wieder so krass, Mann. Boah, Franzi, ich hab dich krass, so fett Mann. Gefeedet, ne? Das tut mir so ich leid. Ich hab dich vorher schon gesehen. Ich dachte, du hättest mich auch gesehen. Nee, hab ich nicht. Ich hab dich dann erst gehört und dann war schon zu spät. Ja. Ach, besonders haben die beiden genau dieselbe Waffe und genau denselben Aufsätzen. Sieht das nicht das richtig? Nee, der hat keinen Schalldämpfer, glaube ich. Okay. Eigentlich brauche ich Nahkampf. Oh nein. Okay, warte.
Ich habe noch eine Adrenalinspritze, oder? Jetzt sehe ich ja noch richtig viel. Ich will mich hier nicht wegbewegen. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Aber ich muss mal circlen, glaube ich. Scheiße, wer ist nicht drin? Ding. Auch nicht drin. Ich stehe gleich komplett nackt. Ach so, der will im Spiel. Ja, damit er nicht gesehen wird. Ja. Smaller Boy. Das ist Bams, ohne Peter Waffe da. Aus dem Sturm raus. Uiuiui. Oh, nur noch die eine Ridge. Ich sehe hier wenig. Er muss hier irgendwo sein. Der kommt jetzt gleich hier raus. Der weiß noch nicht, in welche Richtung er sich orientiert. Peter hat gleich auf jeden Fall eine ganz gute Vision. Mhm. Da müsst du nur mal, ja, ja, sobald der Sturm aufgehört hat, ja, ja. Okay, ja, Jay ist wieder runter. Das kann nicht wahr sein. Ich glaube, der traut sich nicht. Ich glaube, er traut sich nicht. Ich würde das nicht machen. Er hat auf jeden Fall einen coolen Stein da. Oh, richtig gut High Ground. Einmal eine Ticken länger gucken müssen in Peters Richtung. Hat den wahrscheinlich gesehen, oder? Mit dem Scope. Ja. Ja, der guckt aber gar nicht mehr. Jetzt. Oh, Peter. Oh, eins zu früh rausgegangen aus dem Scope. Eins zu früh raus. Gesehen? Da. Jetzt lang gesehen haben. Jay hat die Maus drauf gehabt. Nice. Okay. Schöne Treffen. Ich glaube aber, die Person hat mich auch gesehen. Er weiß, wo ich bin. Hallo. Aber Peter hat einen Schalli, das ist erstmal gut. Hallo. Warum ist er geil? Sieht er ihn? Während er sich heilt um den Stein rum. Achso, er weiß nicht von wo. Ja, wegen des Schallis. Aber Peter steht sehr offen. Aber also, wenn Jay ihn einmal gesehen hat. Jetzt kommt der Scheiß genau. Ja, gut, können wir machen. Ach du Scheiße, wer hat der Sturm, lol. Lol. Heilung. Oh mein Gott, was für ein Finale. Das ist ja richtig räudig. Wenn du jetzt Thermal hättest, hättest du einfach gewonnen. Ja. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen. Oh mein Gott. Okay, da war ich blind. Oh. Da rechts. Er sieht ihn nicht! Peter! Boah! Ja, kein Treffer, okay. Oh, Peter! Holy shit! Wie ich ihn nie gesehen habe. Guckt den auf einmal oben drüber. Damit habe ich nicht gerechnet. Scheiße. Krass. Das war spannend. Ja, aber was für eine Reaktion von ihm. Wir haben dich alle tot gesehen, bin ich ehrlich. Ja. Habt ihr alle falsch geguckt? Das ist zwei Leben. Aber ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass ich gegen Fischi spiele, ehrlich gesagt.
Ich hatte gar keine Übersicht. Fischi hatte ich schon längst gekillt. Doch, ja, wir haben Fischi gesucht, ich dachte die ganze Zeit, der snipert mich gleich weg. Das wird das unbelohnteste Finale der Welt. Ich kriege einfach einen Headshot. Oder ich weiß, wo der ist. Das war ganz schlimm. Und Peter hatte eine richtig tolle Sniper-Pose da oben auf seinem dumme Tor. Ich habe ihn völlig ehrenlos. Und auch richtig gut getroffen. Fange ich da an, auf irgendwen zu schießen, wird von hinten abgeballert, ey. Aua. Richtig stark. Nee, Moment, ich glaube, du hast mich genau angeguckt, nicht von hinten. Nee, ich habe auf Smash Lunatic geschossen. Und ja, aber Peter war genau in die Richtung. Und Peter hat mich gerettet. Ja, Moment, aber du angeguckt hast du mich, also ich habe dich nicht von hinten gekillt. Ja, aber er hat sich registriert, weil vorhin so ein Gegner stand. Wo du bist. Ja, nee, verstehe ich. Aber ich wollte nur sagen, es war nicht von hinten. Wir waren, wir haben uns gegenseitig theoretisch im Blickfeld gehabt. Ja. Aber was ist das? Peter GZ. Ja, danke schön. Stark. Das war PUBG Turnier. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin. Tschüss.